So, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Steg und mein Gast heute zum Interview, wie aus Wunden Wunder werden oder wie ich jetzt auch gerne immer wieder sage, zurück ins Leben, ist die liebe Manuela Dobrileit aus Berlin. Hallo Manuela, grüß dich. Ich grüße dich. So, für die, die Manuela noch nicht kennen, Manuela ist Expertin für emotionale Intelligenz im Business und Gründerin von Brain Open Academy. Genau, also ne? Das Gedächtnis zu öffnen. Ne? So. Und ja, vor allen Dingen auch für würdevolle Führungskunst. So, erklär doch mal ganz, ganz kurz, was ist denn das? Was ist das für eine Akademie? Wie kann ich mir die vorstellen? Das mache ich gerne, Gisa. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Herzlich willkommen nochmal auch an die Zuschauer. Genau, Brain Open. Mein Unternehmen gibt es jetzt im 11. Jahr. Ich bin Business Coach, wie die Gisa schon sagte, mit Fokus emotionale Intelligenz im geschäftlichen Umfeld. Bin da seit ja, 2 Jahrzehnten unterwegs, seit 11 Jahren im eigenen Unternehmen. Und Brain Open war zunächst Brain Open, frische Impulse für Experten und Einsteiger. So bin ich gestartet mal seinerzeit und hatte im letzten Jahr, oder nee, schon 2 Jahre inzwischen her, hatte vor 2 Jahren einen Wandel erfahren, wie das so ist. Ne? Wir Menschen wandeln uns, Unternehmen wandeln sich. Das ist so, ne? Das können wir gar nicht verändern, können wir gar nicht verhindern, so rum, dass die Veränderung auf uns einprasselt. Und ich komme ursprünglich aus dem Vertrieb, ne? Und so mein Losgehen damals, der Ursprungsgedanke, die zu sein, die da immer für frischen Wind sorgt und für immer wieder neuen Pfeffer im Hintern, ne? Dass man immer wieder neue Ideen bekommt, immer wieder frische Impulse und Inspiration hat. Das ist nicht falsch geworden mit der Zeit. Aber ich habe gemerkt, da geht es um was anderes, da geht es eigentlich um was viel Größeres. Ja, weil die Menschen, die mir so im Laufe der Jahre und Jahrzehnte begegnet sind, sowohl auf den Führungsebenen, aber auch im Fachkontext, also die Menschen an der Front, wie ich so schön sage, ne, bei denen ist es ja ganz oft nicht so, dass die nicht wüssten, was die zu tun haben. Ne? Die beherrschen ihr Handwerkszeug meistens recht, recht gut. Ne? Die sind da fit drin und trotzdem schaffen sie es oft nicht, die PS, wie man so schön sagt, auf die Straße zu bringen. Ja? Also das Ergebnis ist nicht das, was gewollt ist. Und woran liegt das? Ne? Das ist eine Frage, die mich dann schon sehr früh zu beschäftigen begonnen hat. Es liegt ja immer ein Stück weit an uns selbst. Ne? Also der ganze Mensch ist da wichtig anzuschauen. Und diese Ganzheitlichkeit auch in der Betrachtung des Vertriebs und von Vertriebsleistungen ist ein Punkt geworden, der mich schon sehr, sehr früh ja, so gekickt hat, wo ich sehr neugierig war und was ich auch zu meinem Selbstverständnis entwickelt habe. Und wenn wir über Führung reden, dann meint es ja nicht immer nur, was wir so vielleicht im ersten Augenblick assoziieren, ja, wie führt eine Führungskraft, sondern auch, und das finde ich fast noch viel wichtiger, wie führt sich jeder selbst, ja, unabhängig von der Position. Also wie führe ich mich als Mitarbeiter, wie führe ich mich als Führungskraft, wie führe ich mich, egal auf welcher Position ich im Unternehmen bin, wie führe ich als Mensch völlig unabhängig von Beruf und Rolle und Status mein Leben, wie führe ich mich so durch die Unwägbarkeiten, durch Krisen, durch Entwicklung, durch Veränderung, ein Thema, was uns auch jetzt gerade alle sehr beschäftigt. Und da sozusagen drauf zu schauen mit einem liebevollen Blick und zu sagen, ja, das ist eine Kunst, ne? Auch den Begriff, so die Lebenskunst kennen wir ja auch. Ne? Es ist eine Kunst, sein Leben gelungen zu führen, sich gelungen zu führen durch die Stürme des Lebens, durch ja, die verschiedensten Situationen, die uns Menschen so begegnen können. Das habe ich mir zum Thema gemacht, weil ich der Meinung bin und das meine Erfahrung bestätigen, dass aus dieser würdevollen Führungskunst tatsächlich, ne, wenn ich es schaffe, gut mit mir umzugehen, mit Niederlagen umzugehen, mit Scheitern, mit Ängsten, mit Sorgen, mit all diesen Dingen, die wir so haben, dann habe ich auch erst das Fundament dafür, dass die Dinge, die ich erreichen will, ne, also meine Ergebnisse, meine Ziele, meine Leistung, dass die optimal funktionieren. Wenn das andere nicht passiert, werde ich vielleicht kurzfristig immer wieder auch erfolgreich sein, keine Frage, aber ich werde da nie so ein Fundament reinbekommen, nie so eine klare Linie. Und von daher ist es das, worauf ich mich fokussiere, den Menschen zur Seite zu stehen, ihnen zu zeigen, wie geht das mit der würdevollen Selbstführung und im Führungskontext in Unternehmen tatsächlich auch, wie mache ich das mit anderen Menschen, ne? Dass ich die würdevoll führe, respektvoll führe, menschlich achte, aber nichtsdestotrotz natürlich auch fordere.
Super. Danke, das war natürlich jetzt extremst ausführlich. Lass uns kurz und knackig weitermachen, denn es geht ja darum, wie aus Wunden Wunder werden, immer noch, ne, zurück ins Leben zu kommen, wenn wir strugglen, wenn es uns die Füße unterm Boden oder den Boden unter den Füßen wegzieht. Magst du mir denn ganz kurz eben halt so erzählen, wie, ja, wo hat es dir wirklich Wunden im Leben zugefügt und wie hast du es geschafft, aus diesen Wunden dann deine ganz persönliche Wunder zu machen? So wirklich als Vorbild auch. Vorbild auch. Ja, das versuche ich tatsächlich ein Stück weit zu sein, auch in meiner Arbeit. Also wie jeder, natürlich habe ich auch diverse Krisen durchlebt, diverse Wunden, die mir da zugefügt worden sind oder die ich mir vielleicht auch selber zugefügt habe. Genau. Ich habe mal so auch in Vorbereitung des Interviews für mich mal so zusammengetragen, was ist das eigentlich so im Großen? Ne? Und da ist zum Beispiel eine Situation, dass ich zweimal von meinem Vater verlassen worden bin. Ne? Das klingt jetzt erstmal so ganz, wie geht das? Spektakulär. Einmal, als ich noch relativ klein war, meine Eltern sich getrennt. Dann gab es, als ich ja fast 20 war, eine Annäherung zu meinem Vater. Und das war gerade im Zeitraum, als die Mauer fiel. Okay. Ehemaligen DDR. Mein Vater hatte einen Ausreiseantrag zu laufen und just im Sommer 1989, paar Monate vor der Maueröffnung, wurde dieser Ausreiseantrag dann bewilligt. Mein Vater reiste aus und war weg. Na, also okay. Da verbinde ich natürlich noch viel mehr Geschichte dahinter, warum das dann so gelaufen ist, ne? Das ist klar. Aber das ist eine große Wunde, die ich lange gar nicht so gesehen habe. Ne? Das war für mich zwar schmerzhaft, aber ich habe das auch verdrängt, wahrscheinlich, ja, weil gar keine andere Wahl hatte damit. Selbsterhaltungstrieb ist oft dahinter, wenn man etwas verdrängt. Ich habe gar nicht weiter darüber nachgedacht, aber natürlich ist das eine große Wunde, die auch immer in mir gearbeitet hat. Und so gibt es diverse Situationen. Ich bin als Führungskraft mit 60 Stunden auf der Uhr und mehr ins Burnout gefallen, weil ich in diesem Rad gefangen war, oder beziehungsweise ich habe mich verlassen. Mich hat ja da keiner eingesperrt. Nee. Ich habe das selbst gemacht, wie das ganz vielen Menschen so geht, ne? Dass wir meinen, wir müssen ja und wir müssen und wir haben keine Wahl und wir stecken in diesem engen Korsett, das sowohl im beruflichen Kontext, ne, so eng sein kann, aber auch in unserem Alltag tatsächlich. Ne? Und auch das war eine Situation, wo mir eine sehr große Wunde zugefügt wurde, beziehungsweise das bin ich, heute kann ich das so sehen, damals konnte ich das nicht so sehen. Da waren die anderen. Da waren die anderen doof, die dafür. Ja, genau, die haben dich ausgenutzt. Aber ganz kurz, was hat das jetzt zum Beispiel, das war ja eine junge und sehr, sehr extreme Wunde, zweimal verlassen werden vom Vater. Was hat das für eine Auswirkung auf dich, deine Beziehungen gehabt und aber auch dein restliches Leben? Und wo war der Switch, wo du gesagt hast, das konnte ich heilen? Diese Auswirkungen aufs Leben, das ist ja etwas, das kannst du vielleicht bestätigen, Gisa, dessen wird man sich ja oft erst viel, viel später bewusst. Ne? Also ich habe mich als junge Frau gefragt, was hatte sie jetzt für Auswirkungen, dass dein Vater dich zweimal verlassen hat oder dass er nicht da war, hätte ich gesagt, weiß ich nicht, ne? Glaube ich gar nichts. Rückblickend würde ich sagen, dass natürlich ein großes Misstrauen auch da war, ne? Ein Stück weit ins Leben und immer auch wieder eine unterschwellige Angst, auch wenn ich die nie bewusst hätte formulieren können, verlassen zu werden. Gebunden habe ich mich recht früh in meinem Leben, also eine Bindungsangst, oberflächlich, glaube ich, ist nicht daraus entstanden, aber unterflächlich kann das natürlich auch eine Rolle spielen. Ne? Okay. Also immer Vertrauen ist eins, was durch diese Art von Wunden auf den Prüfstand gestellt wurde. Die zweite Frage war, wie hast du den Switch gekriegt? Wie hast du das jetzt letzten Endes heilen können und welche Auswirkungen hat das jetzt auf dein weiteres freieres Leben? Ganz spannend ist, dass ich das nicht übers viele Nachdenken geheilt habe, sondern dass ich, warum auch immer, das kann ich schlecht sagen, woher das kommt, aber ich bin eine Pragmatikerin. Ich habe dieses Misstrauen, sage ich mal, oder dieses mich da nicht so ins Leben reinstürzen wollen, als junge Frau, ich war da sehr, sehr schüchtern auch, also habe nichts zu tun mit der Manuela von heute, wirklich anderes Wesen, sehr zurückgenommen und konnte auch nicht gut vor Menschen reden, all diese Dinge. Na, und irgendwann, ich glaube, das war im Studium tatsächlich, ne, gab's diesen Switch, wie du sagst, wo ich angefangen habe, mich reinzustürzen in Situationen, wo ich dann einfach gemacht habe, obwohl da kein Netz war, was mich hätte halten können
oder ich das geglaubt habe, so von meiner Prägung heraus, ja, meiner Herkunftsfamilie. Aber irgendwie war da so ein Ding drin, nee, jetzt ist mal gut. Ja, das Alte ist das Alte und jetzt guckst du dir mal an, wie es ist, wenn du das loslässt. Ja, also wenn du einfach mal versuchsweise da drüber steigst und sagst, du schaust jetzt mal, was passiert. Und so habe ich mich immer wieder in Situationen, in Beziehungen hineingeworfen und dann die eigenen Erfahrungen gemacht, anstatt immer wieder diese alte Erfahrung des Verlassenwerdens, die mir tatsächlich auch erst mit dem Alter auch immer bewusster geworden ist, dass das so ein Verlassenwerden war, eben angefangen, die zu überschreiben, beziehungsweise auch für mich immer mehr klar zu kriegen, das ist das eine, ne? Da warst okay. Da war die Situation so, oder du warst halt junge Frau, als es das zweite Mal passiert ist, aber jetzt bist du erwachsen, eigenständig, eigenverantwortlich, ne, und machst neue Erfahrungen, machst andere Erfahrungen und korrigierst dadurch auch dieses Bild oder dieses Gefühl, was in dir raus entstanden ist. Ja. Ja, verstehe. Super. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen nochmal darauf zukommen, welche Hilfsmittel hast du denn? Oder welches Werkzeug oder welche Werkzeuge hast du und kannst unseren Hörern oder Zuhörern, Zuschauerinnen jetzt mit auf den Weg geben, wenn du jetzt sagst, du hast drei goldene Essenzen, die du mitgeben möchtest. Welche wären die? Welche wären die? Also das eine ist das, was ich da unbewusst, glaube ich, auch ganz schön lange in meinem Leben vermieden habe. Ich vermute mal, da habe ich erst so mit Mitte, Ende 20, Anfang 30 wirklich angefangen, ist den Schmerz sehr anzuschauen, die Wunden anzuschauen. Mhm. Na, was wir alle gerne machen wollen, ist, also wir haben ja eigentlich überhaupt nicht gerne Wunden und Verletzungen. Ja? Wir wollen ja gar nicht erst haben, bitte, bitte nicht. Ja, aber so Schmerz hat ja eben eine Funktion. Ne? Aber ja, alles, was weh tut, ist nicht so gut gelitten. Wir wollen, dass es schnell Pflaster drüber kleben. Und dieses radikal radikal rein in den Schmerz, ne? was halt so Angst macht, aus eigener Erfahrung auch, ja, ist aber nach meiner Erfahrung und der Weg rein in die Heilung. Ne? Und rein, okay, dass dann Frieden mitgeschlossen werden kann. Viele Menschen befürchten ja, das höre ich auch immer wieder in meiner Arbeit, ne, dass wenn sie das tun, dass ihnen dann so komplett die Beine weggerissen werden und dass sie wirklich nie wieder in ihre Kraft kommen. Meine Erfahrung ist eine andere, nämlich dass genau das Gegenteil passiert. Ne? Dass wenn ich reingehe, die Erfahrung mehr anschaue, dass ich dann auch eine Chance habe, dieses Gefühl ja zu wandeln, wenn ich es in mir zulasse. Wenn wir es nie zulassen, haben wir eben Blockaden, allerlei Dinge, die sich dann so in uns abbilden können. Aber wir haben nie die Chance, das Gefühl wirklich zu wandeln. Und von daher ist der erste Tipp, den Schmerz anschauen, rein in den Schmerz. Der zweite Tipp bezieht sich darauf, wie ich das mache. Und auch das ist was, was ich häufig vielleicht lernen muss in meinem Leben. No drama, baby. Wie wir uns was anschauen. Na, also kennt jeder von sich selber oder wir kennen es von Menschen im Umfeld. Ne? Da gibt es immer mal so jemand, der unglaublich dramatisiert und dann ist alles wahnsinnig. Und so. Ja, genau. Ja, also nur er leidet, nur sie leidet. Ja, und du hast manchmal niemand. Wahnsinn, was da passiert jeden Tag. Also passiert in meinem Leben nicht sehr irre. Ne? Also es ist immer wahnsinnig aufgebauscht und der Blick ist eher nach außen gerichtet. Und zu sagen, nee, aber das ist es nicht. Ich versuche mal eher wie ein Beobachter drauf zu schauen und mich nicht zu identifizieren 100% mit meinem Schmerz, mit dem, was mir angetan wurde, mit der Schuld oder welche Dinge da alle eine Rolle spielen. Sondern ich versuche eine Haltung zu finden, wo ich beobachtend drauf schaue und einfach bemerke, das ist ein Teil von mir, der da verletzt und verwundet worden ist und der sich schmerzvoll anfühlt, wo es weh tut. Aber das bin nicht ich als gesamte Persönlichkeit. Ich bin da noch viel mehr. Ne? Und das ist was ich üben muss, diese Distanz dazu zu bekommen, ein Stück weit, diese Neutralität. Ne, und das allein verändert aber auch schon wieder den Umgang und macht nicht so hilflos und lässt sich nicht dem Schmerz so ausgeliefert fühlen tatsächlich. Okay. Das ist ja oft auch bei den Drama-Queens, dass dann so am Ende kommt, ja, aber ich kann ja nichts machen, ne? So Hände hoch. Ja, ich bin ja nicht schuld, ja, die anderen sind es. Ja? Ne? Ich kann ja nichts dafür, aber auch da spüre ich oder habe ich in den letzten Jahren wirklich sehr ganz, ganz oft gesagt, okay, Drama, Baby, ich gebe dir keine Bühne mehr und du wirst sehen, wenn du denen dann wirklich keine Bühne mehr gibst, dann suchen die sich eine andere Bühne. Ja, wenn du keine Plattform, wenn du nicht mehr zur Verfügung stehst, dass sie sich bei dir auskotzen, ausheulen, ihr Drama vollziehen können. Ja, ich bin da
für jeden, der mich wirklich braucht. Aber ich bin nicht da, um mich eben, weil die suchen auch keine Lösung, die suchen nur Aufmerksamkeit. Also so hatte ich so einige kennengelernt. Und wenn ich dann aus dem Umfeld mich zurückgezogen habe, dann war es wirklich so, dann war ich noch die Schuldige, dass ich ja nicht da war. Ja? Aber wenn ich eine Lösung angeboten habe, kamen, was kam dann? Ja, aber. Genau, ja, genau. Ja, ja, aber bei mir geht das nicht. Funktioniert bei uns nicht, genau. Aha. Auf der ganzen Welt funktionieren Lösungen, aber bei denen funktioniert es nicht. Na, vielleicht kennst du auch solche, ich nenne sie immer Energieräuber oder Energievampire. Ja? Aber was wäre jetzt für dich jetzt, ja, wolltest du? Einen letzten Satz noch, genau, kann ich alles so bestätigen, Gisa, und ich finde es tatsächlich aber auch nochmal sehr spannend und wichtig, mit dem Dramatiker in Mehrheit auch zu gucken. Ne? Also nicht nur die, ja, auch den inneren Dramatiker kennen. Genau, wo bin ich gerade die Dramaqueen? Auch dazu sagen, komm, ab aufs Sofa mit dir, halt genau. Mal, jetzt ist gerade der anders dran. Ne? Ja. Genau, genau. Selbst mal gucken, wo bin ich gerade der Energieräuber oder die Dramaqueen, ja. Ganz auch ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Auch das hat mir dann zum Beispiel auch geholfen, viel, viel positiver zu werden. Klar, wie du sagst, verziehe ich mich dann auch mal hier auf meinen Sessel mit einem Tee und einer Tempopackung und schneuz mal ein bisschen Fluch und Heul. Aber ich muss es nicht nach außen so tragen oder es mache ich dann mit mir oder mit meinem nächsten Umfeld aus. Aber ich muss nicht da, wenn ich hinkomme und das mal überall abladen, wenn ich dann weitergehe, da abladen, wenn ich weitergehe, da, ne? Also so habe ich auch schon Menschen erlebt. Genau. Zwei Sätze sagen. Sorry, Gisa. Das ist eben würdevolle Führungskunst. Ne? Zum einen zu lernen, das war jetzt der Tipp 1, wirklich erstmal die Gefühle wahrzunehmen, damit sie sich wandeln können. Und dann aber auch zu schauen, ja, grabe ich mir selber immer wieder das Wasser ab. Ne? Also verliere ich immer wieder meine Würde auch vor mir selbst, wenn ich immer wieder mich selber so reinschiebe ins Drama, ohne dann aber auch weiterzugehen, ne? Da hängen zu bleiben. Ne? Also ich... Genau. Ja, oft auf der Couch sitzen mit dem Tee und den Tempos und auch mal weinen müssen. Ne? Das ist halt so, manch einer macht es und muss es und manch einer nicht. Ne? Aber ich finde eher wichtig, eben einfach zu gucken, ne? Welche Anteile, wer hat jetzt irgendwie gerade Vorrang und tut es was wirklich für mich, bringt es mich voran, ist es würdevoll, werde ich mir damit gerecht oder halte ich mich damit immer wieder irgendwie klein und in der Ecke und spiele mir irgendwie was vor. Ja? Ja, so, jetzt sind drei, richtig, den wolltest du jetzt haben. Den dritten Punkt. Ja, aber nein, es war wirklich nochmal ganz, ganz wichtig, dass jetzt, weil das kam ja jetzt, der Impuls kam ja durchs Gespräch raus. Insofern war es auch da wichtig, nochmal den mitzugeben. Den finde ich nämlich auch ganz fein. Danke. Gerne jetzt der dritte. Der dritte ist raus aus dem Kopf, genau, ein eher pragmatischer. Was wir da oben so machen, ne? auch wenn es um unsere Wunden geht, ist ja ganz viel nachzudenken über all diese Dinge, wenn man dann mal anfängt, ne? uns Schmerz und so weiter anzugucken. Na, und auch da ist wieder so die Dosis, finde ich, ne? macht halt das Maß. Ne? Und zwischendurch immer wieder zu gucken, rauszukommen aus dem Kopf und zu sagen, ja, jetzt ist aber auch mal Schluss mit Kopfkino, jetzt schaue ich, dass ich irgendwas machen kann, wo ich wieder in den Körper reinkomme, ne? wo ich mich erde, wo ich auch auf diese Art und Weise Gefühle, Schmerz, Traurigkeit, Ohnmacht, was auch immer, ist auch gerade für jetzt ein wichtiges Thema, handeln kann. Ne? Und wenn es wirklich, wir haben jetzt nicht so viele Möglichkeiten, was einerseits furchtbar ist und andererseits ein Geschenk ist, ne? aber wenn es das ist, dass ich den Spaziergang wirklich um die Ecke mache, ne? dass ich schaue, gibt es irgendwas, was ich schon immer probieren wollte, mir noch nie erlaubt habe, weil war ja immer so viel zu tun und ich musste ja immer so viel. Ja, ja. Vielleicht will ich jetzt endlich anfangen zu malen, weil ich das schon immer wollte in meinem Leben. Vielleicht will ich anfangen zu singen. Da geht es ja auch nicht um Schönheit. Es geht darum, dass eben Gefühle Ausdruck finden können. Ne? Und sich das so zugestehen, was ja man ja eh eigentlich jeder in sich spürt. Ne? Ja. So, dass da so ein Stimmchen ist, was sagt, ach, ich würde gerne. Ne? Das tatsächlich zu tun. Ja. Auch das hat ganz viel mit Heilung zu tun und nochmal Schmerz und Gefühle zu transformieren. Weil durch diesen Prozess, wo etwas Inneres aus dir heraus in Ausdruck gebracht wird und sich in einem Lied, in einem Bild oder in was auch immer niederschreibt. Schreiben ist auch ein sehr, sehr heilsamer Prozess, ja. Ich meine, vielleicht wolltest du ja immer schon ein Buch schreiben. Ich meine, ich bin ja diejenige, die auch dir hilft, ein Buch zu schreiben. Aber im Grunde geht es erstmal dir selbst, so ein Notizbuch zu nehmen,
und einfach mal alle deine Gedanken aufzuschreiben, ja. Und vor allem auch mal nicht nur, was ist schlecht, weil viele schreiben dann alles, was schlecht ist, auf, sondern wo stehst du gerade, was empfindest du gerade und wo möchtest du vielleicht hin, ja. Genau, also dann schreib doch mal die Zukunftsvision. Wie möchtest du es denn gerne in Zukunft haben auf? Und dann verbinde dich tatsächlich, wie du sagst, ne, mit dieser Zukunftsvision. Ja, und dann kannst du da auch einfach all die Würde und deine Werte hineingeben und spür auch da mal ganz in dich hinein, was es mit dir macht. Absolut, genau. Und allein der Prozess des Schreibens, ne? Das, da müssen wir noch gar nicht unbedingt, das finde ich, ist dann mal so der nächste Schritt zu sagen, wo will ich eigentlich hin und wo stehe ich, aber überhaupt erstmal zu sagen, dann schreibe ich jetzt mal. Dann schreibe ich den ganzen, sag ich jetzt mal auf Berlinerisch, rotz mal raus und mach mich frei. Ne? Also gebe das auch wirklich genau. raus, dass es nicht mehr hier, ne, weggeschluckt und weggedrückt genau. Genau, genau das ist es, das, damit meinte ich es, ja. Also ich sage ja auch, weil ich habe ja auch Bücher über Trennungen geschrieben, ja, wie viele haben dann so einen Groll ihren Ex-Partnern, Partnerinnen gegenüber und dann sage ich, du, das bringt ja gar nichts, die jetzt anzumotzen, anzuschreien, whatever, sondern schreib dir das, was du immer schon mal schreiben wolltest, schreib es auf einen Brief, ja, und lies ihn dir nochmal vor. Lass all das mal los, ja. Stell dir von mir aus auch imaginär vor, der sitzt vor dir auf dem Stuhl und du liest ihm den Brief vor. Ja, das hilft ja auch, das mal auszusprechen. Und dann nimm das Ding und verbrenn's und gib's ab. Gib's ab, genau, lass es los, ne? Mhm. Genau, richtig, ja. Genau. Super. Manuela, wir finden dich. Also ich mache zum einen die Informationen darunter, ja, also alle Links, brianopen.de, ne? Brianopen.de, richtig. Super.de und du bist auf Facebook. Richtig, auf Facebook bin ich verstärkt zu finden im Augenblick, auch auf LinkedIn. Genau. Das wollte ich auf Facebook und LinkedIn. Mhm. Super. Also alle Informationen zu Manuela packe ich einfach nochmal unter das Video und ja, in diesem Sinne möchte ich gleich noch anteasern, weil Manuela und ich hatten gerade davor noch ein Gespräch, weil ihr kennt mich ja, meine Baustellen oder Standbeine sind ja jetzt einfach diese toxischen, narzisstischen Beziehungen und gleichzeitig eben das Bücherschreiben. Und wir werden noch einmal ein Interview aufnehmen mit eben dem Thema, Manuela, du hast es vorhin so schön formuliert. Umgang mit toxischen, narzisstischen Chefs oder aber auch Teamkollegen. Ne? Ein Thema, genau, das wahrscheinlich einige kennen und berührt. Ja, wie bleibe ich da in meiner Kraft? Ne? Was gilt es zu tun? Welche Entscheidungen zu treffen? Dazu werden Gisa und ich uns austauschen. Mhm. Genau, und in diesem Sinne dürft ihr jetzt schon gespannt sein auf unser nächstes Interview. Und ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da, teilt es mit denjenigen, wo ihr denkt, es wäre jetzt wirklich wichtig und gut, es zu teilen oder die oder der braucht jetzt unbedingt genau den Impuls. Oder abonniert, wie gesagt, den Kanal und ihr werdet beim nächsten Interview über toxische, narzisstische Chefs oder auch Mitarbeiter, die das Klima vergiften und wie du dich innerlich, weil darum geht es bei mir ja immer, spürbar stark von innen machst, damit du damit gut und safe umgehen kannst. In diesem Sinne sage ich schon mal Tschüss und vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Manuela, für dieses zauberhafte Interview. Dankeschön. Tschüss, Gisa. Ciao.